Ja, hier sitzt Norbert Briesemeister, auch Pferdevater von Ummanz genannt. Ich bin 76 Jahre alt, bin geboren in Berlin, bin durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges nach Sachsen-Anhalt gekommen, von da nachher auf der Wege der Qualifizierung zum Norden gekommen und auch hier geblieben. Bin dann nachher 1970 nach Ummanz delegiert worden und wir haben dann, ich war hier Leiter der Tierproduktion, mit der Aufzucht der Haflinger begonnen. Die Sache war so, wir waren ein sehr junger Betrieb von der Belegschaft her. Da machte es sich notwendig, die Kinder und Jugendlichen zu beschäftigen. Und das ergab sich nach einer Sitzung über Jungrinder, dass wir auch uns drei Haflingerstuten kaufen konnten. Und damit haben wir dann die Zucht eben aufgebaut. Hatten wir dann bis zur Wende einen Bestand immer von 50 bis 70 Haflinger. Und sie waren in der Hauptsache für den Kinder- und Jugendsport gedacht, aber auch für kulturelle Veranstaltungen, wo Pferdebedarf war. Unter anderem auch die 750-Jahr-Feier von Ost-Berlin, 375 Jahre Stadtrecht Bergen und nicht zuletzt auch nachher die 750-Jahr-Feier von Ummanz. Die Haflingerzucht Ummanz ist eine der wenigen Zuchten in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, die bis praktisch 2002 der Bestand immer zusammenblieb, egal und in welchem Besitzverhältnis es waren. 40 Jahre meines Lebens haben auch die Haflinger bestimmt, ne? Denn die Haflingerzucht Ummanz ist ja jetzt bereits schon über 40 Jahre alt, ne? Und sie waren ein Teil meines Lebens und offensichtlich werden sie noch recht lange meines sein.